Habe ich wieder Hunger? Ja, ich habe wieder nichts zu futtern. Frank, Tin kümmere und dich mal um deine Silber. Farm. Tin und Silber stoßen dich nicht, oder? Du musst einfach nur was abbauen. Hab Rechtsklick und abbauen. Gar keine Lust, was abzubauen. Du kannst auch Brot einfach so machen, das macht auch 1,5 Herzen, wenn du so Brot machst. Oh Gott. Außerdem, oben sind so viele Kartoffeln und sowas. Sind alle reif. Naja. Wo wir dabei sind, so ein Culinaric Generator. Was kostet der, was bringt der? So ein was? Culinary Generator. Das ist aus Extra Utilities so ein paar Generatoren, die ganz lustig sind. Ganz lustig, hm? Ja, der Culinary Generator zum Beispiel verwendet Nahrung, um Energie herzustellen. Wollte ich gerade sagen, heißt doch kulinarisch, also. Genau. Ne? Dann noch Furnace Generator, Lava Generator, blablabla. Ein Ender Generator, der dann mit Liquid Ender arbeitet, zum Beispiel. Ender brauchen wir aber später noch. Weiß ich doch Zufall. Es gibt sogar einen Pink-Generator. Geil. Zieht Energie aus allem, was pink ist. Wer hatte so viel Broken Aluminium rein? Hä? Ich. Wieso? Das kannst du doch weiterverarbeiten. Da kriegst du mehr raus. Echt? Ja, das mit kannst dem du alles... Fortune. Oh. Deswegen ich hast du wieder raus. Alles das wusste ich nicht. Du hast doch vorher noch den Hammer benutzt bei den ganzen Erzen. Nee, nicht bei den Erzen. Ja, wobei. Aluminium brauchen wir eh nicht so oft. Eben. Naja, scheiß drauf. Ich will nur ein Eisen reinlegen, deswegen habe ich mich gesperrt. Bei Aluminium, was brauche ich da? 4 könnte ich brauchen von. Ja, ich kann dir das Broken rüberwerfen. Nee, das reicht noch nicht. Ja, ach was. Dann muss ich jetzt wirklich... Aluminium konnte ich gerade keins machen in der Zeit, weil ich ja rausgejagt wurde. Aber nicht hier Aluminium, dann ist das nicht... Ich habe mein Ziel erreicht, das war... Ja. Nehme ich halt Zinn, bäh. Steel Rod, cool. Braucht denn jemand? Was? Steel Rod. Ne, den habe ich da bloß reingelegt, weil da ein bisschen was übrig war. Eben. Achso. Darf ich mir den nehmen? Ja, klar. Ja. Cool. Was brauchst du die denn? Eine Axt will ich mir bauen. Ah. So eine zum Beispiel. Welche? Oh. Ja. So ähnlich. Du machst also auch gerade Glas? Ich mach auch gerade Glas, ja. Ich stopf da mal ein bisschen was dazu. Sicher. Aber auch das denn so lange? Ich glaube, Kupfer und Eisen tut sich nichts, oder? Nee. Aber Crushed Ore geht dann nicht mehr in wir zusammenzupacken, oder? Doch, das geht schon. Auch Crushed Ore? Bis zum Dust. Genau, bis zu eben Dust hast. Das ist wie mit Cobblestone, erst zu Gravel und dann zu Sand und dann zu Staub. Auch im Sifter einfach? Nee, zerschlagen. Genau, mit dem Hammer einfach schlagen. Also in den 4x, in den 2x2 Dings craften und dann aufbauen. Aufbauen und schlagen. Nee, nicht im Sinn. Ich glaube, das müsste. Ach, gehen. Copper or Sand, ja. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Kannst du 2 oder 3 Mal machen. LOL. Ja, aus diesem Copper or Sand, ne? Habe ich einmal mit der Fortune 3 draufgehauen, habe ich 22 Kupferdust gekriegt. Was? 22 Alter. Kupferdust aus einem Copper or Sand. Das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Vor allem, weil Copper or Sand irgendwie. 16 höchstens haben kann. Wenn ich das richtig sehe. Aus 2, geil. Ja, das ist doch schön. Können wir doch auch einen Autonomous Activator irgendwann mal aufstellen, der das macht. Für was? Nochmal. Für ganz, ganz viele Sachen da rausholen. Hm. Ja, aber jetzt erstmal Fokus auf Metalle. Würde ja, ich ja. sagen. Ja. Ich pack erstmal den ganzen Rohkram hier rein nochmal. Nochmal. Das machen wir eigentlich 2 davon gemacht. Ach, was soll's. Oh, da fehlt eine Erde. Hä? Eine Erde fehlt? Oh nein. Ja, wie geht das denn? Unterm Baum fehlt eine Erde. Hä? Ups, jetzt habe ich einen falschen Baum. Hat jemand 2 Invar für mich?
Ja. Sehr nett. Dankeschön. Kartoffeln fressen, jahrelang. Mhm. So, Induction Smelter haben wir jetzt auch. Nein. Wieso mache ich mal zwei davon? Ich verstehe das nicht. Aber gut. Okay. Emeralds kriegen wir jetzt momentan kaum welche raus. Haben wir noch früher so unglaublich viele von. Sehr seltsam, sehr seltsam. Vielleicht kriegt man die nur aus Dust. Kann nee, sein. Emeralds kriegt man auch aus Gravel raus. Ausschließlich aus Gravel, meine ich. Ja, ist auch so. Autonomous Activator, die zweite. Buchkiste. So. Und es geht schon gleich viel schneller. So, aus einem Stack crushed, also aus einem Stack broken Aluminium Ore. Mhm. Was ja irgendwie 30 geben dürfte. Oder so. Ja. Habe ich jetzt 84 Pulverized Aluminium Ore gekriegt. Das ist schön. Ich weiß nicht, das ist mehr als das Doppelte, ne? Mhm. Soll ich das, darf ich das schmelzen? Pulverized darf ich schmelzen, ne? Ja. Ich würde es auch zu Blöcken machen. Wollte gerade sagen, weil wenn das so viel ist, dann macht es schon Sinn, das im Blöcken zu machen, sonst blockiert das alles. Ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. So, 21 Blöcke. Das ist nein, mein Ranch. Kriegst du nicht. Gell. So. Jo, sehr schön. So, dann mache ich die anderen Erze auch nochmal, ne? Mhm. Die halt noch im Inventar rumliegen hab. Ja, macht den, ja. Also die wo geht. Die wo geht, ja. Ich glaube, ein bisschen was in war. Hallo Melanie, ich sehe deinen Mauszeiger. Was? Ein bisschen was in. Sehen. Weil der über Team wir übertragen wird. Da mal Silber, ganz viel. Diesmal sehen Pornos raus. Ich zeig das Video einfach ihrem Vater, dann ist sie ruhig. Ja. Na, Melanie. Alle schon, also. Ja, jetzt, aber das wird irgendwann hochgeladen, dann zeige ich das, ne? Krass. Platinum Ore Gravel sieht voll geil aus. Jo, zeig mal. Ja. Boah. Geil. Mhm. Voll hübsch. Jo. Hey, Diamanten. Basic. Könntest du mal aufhören, die mit aufzusammeln? Hm, was ich? Nö, ich bin das nicht. Man kriegt das aus. Crushed Platinum? Okay, anscheinend. Kam mir so vor. Platinum Sand ist auch hübsch. Sand, einfach. Sand, ja. Nichtsdestotrotz brauchen wir immer noch große Mengen Kupfer und so weiter. Ich glaube, das solltest du vielleicht zunächst machen. So, Kupfer und Silber eben für die Kisten. Ach, Kupfer mache ich mal. Bin schon gerade da. Okay, nee, es ging jetzt eben um dieses mit dem Hammer drüber klopfen. Ja, bin ich ja dran, bin ich ja dran. Achso, du stimmst das aus dem Diamanthammer, ja. Eben. Da helfe ich ihm eben mal ein bisschen. Mal schauen, was ist hier alles drin? Mastdown braucht man nicht. Oh, der geht auch voll schnell irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Effizienz ist ja nicht drauf. Nur Glück drauf.
Aluminium, Aluminium, Silber, Nickel, Lead, was wollten wir haben? Es ist halt ein Diamanthammer, wir wollten Kupfer und Silber. Kupfer mache ich gerade. Ich baue mal noch einen extra Igneous Extruder für Obsidian. Noch mehr Diamanten, das heißt, es hat nicht vielleicht noch irgendwer ein Invar, oder? Nein. Also welches machst du? Ich mach Kupfer gerade. Wie das? Ach hier, ach, hier liegen noch die ganzen Staub dran, okay. Ja. Den ich hier schon reingelegt habe. Mal kurz, ich pack da mal, wie viel pack ich da rein? 4 Nickel, das müsste reichen. Okay, 8. Mach die gleich zu Blöcken, ne? Hm, was ich? Das Zeug. Alles, was hier drin liegt, mache ich gleich zu Blöcken. Jo. Ja, genau. Dann lass mal mit mir das Eisen mit drin. Weil, wie gesagt, da kommen es gleich in Bar raus. Achso, okay. Hast du irgendwie ausgerechnet? Nee, ne? Einfach nur angeschmissen. Ich hab's ausgerechnet, dass da, ich glaube, 4 Invar rauskommen müssten. Das Broken hätte man ja weiter verwenden können. Ja, aber das dauert recht lange. Mein, so nee, viel Invar brauchen wir jetzt nächstes halt auch wieder nicht. Naja, aber dann hätten wir halt mal einfach mehr. Na egal. Ich hab's jetzt drin, machen wir das nächste Mal. Muss noch irgendwo Kisten, die wir nicht mehr brauchen. Ja, die mussten übrigens kein Doppelchest sein. So. Hi. Roulette, welche Hälfte ist die richtige? Das war die falsche. Gut, dann haben wir schon 3 Kisten, die wir gleich noch aufwerten können. Lass mal den Inverblock raus. Wir sollten nicht die Kiste machen für diese ganzen Crushed Ores, die keine 4 Stück mehr ergeben. Ja, danke. Oder? Ne, wieso? Die bleiben da so lange drin, bis da 4 Stück rauskommen. In der Prozesskiste. Ja, wir haben keine Prozesskiste. Doch klar, ist da die Prozesskiste, wo der Sifter reinarbeitet. Hä? Ach so, Mann. Ja, das ist die Prozesskiste, das meinst du, okay. Jo. Dann lege ich die da wieder rein. Das ist das falsche Holz. Wo ist die Kiste, die hier stand? Keine Ahnung, die hat irgendjemand weg. Welche Kiste, wo? Die da, wo jetzt der Soundmaster steht. Die habe ich mitgenommen, weil die ganzen Erze da jetzt in den Barrels drin sind. Und dementsprechend die Kiste leer war. Aber die Silberkiste kann auch bald mal weg. Ja, wird jetzt ganz rabiat übertragen nach drüben. Soll ich uns vielleicht noch eine zweite Smeltery bauen? Vielleicht eine kleine? Das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. So eine kleine Legierungs-Smeltery oder was meinst du? Ja, zum Beispiel halt, dass wir erstens mal schneller arbeiten können und zweitens, dass wir, naja, keine Ahnung, vielleicht sich noch was anderes machen können, weil hier müssen wir mal warten, bis das eine mal fertig ist und so.
Musst du nicht, es sind halt nur die paar Legierungen, die da Probleme machen. Davon abgesehen, die ganzen Sandteile liegen jetzt hier in einer Kiste schon drin, ne? Also. Ja, die können wir alle schon mal reinlegen, also die sich nicht vermischen. Ja, wenn ich das genau wüsste. Ja, Sand kannst du ja da weiterverarbeiten. Sand kannst du noch kleiner machen. Du musst ja zu Dust dann machen am Schluss. Ach ja, ach stimmt, ich hab ja. Ja, ich bin auch blöd. Ich dachte, ich hatte das ja schon Dust. Moment, mache ich ja gerade noch. Ja, und ich leg das andere schon mal irgendwie rein. Also Alu, das kann ich schon mal reintun. Klar, da kriege ich jetzt noch einiges bei raus, wenn ich den Sand noch verarbeite. Moment. Also ich bräuchte 12 Elektrum. 6 Gold mit 6 Silber. Jo, ja, haben wir genug da. Wenn nicht, wollt bloß dann mal schon mal langsam anfangen, die Schmiede zu reservieren. Kannst du es schon so reintun? Ich glaube, das müsste keine Wechselwirkungen geben. Ne, dürfte gehen. Hallo? Ne, warte, ist alles dahin. Wofür das Elektrum für die Condits? Mhm. Okay. Haben wir denn schon, da den... Induction Smelter, der steht schon. Ah, okay. Der steht da hinten noch provisorisch dran. Wenn du dann mit dem Elektrum fertig bist, dann müssen wir mal die Smeltery kurz ein bisschen umbauen. Also, dass wir noch mehr Ausgänge haben. Hm. Ich will noch mehr Basins und so machen. Weil das eine ist immer ziemlich lahm. Nee, das dauert viel zu lange immer. Vor allem, wenn größere Mengen kommen. Jetzt geht's ja eigentlich noch, aber Wetter halt dann. Das macht eigentlich mein ganzer Blutkram. Okay, ich dachte schon, du sagst jetzt Blutkreislauf. Was macht mein Blutkreislauf? Soll ich ihn vielleicht mal öfter fragen? Ah, er bewegt sich noch, okay. Er läuft noch im Kreis, das ist super. Ui, super Zoom. Hier ist übrigens noch Aluminium-Erzsand. Falls den wer verloren hat. Wo? Ich nicht. Da hier hinten Richtung Farmcraft Area, die keine Farmcraft Area ist. Aber nochmal wird. Ja. Nochmal. Wo ist das Sand? Wo ist der Sand jetzt hier? Nee, rechts. Ach da. Leute, was macht ihr da? Jo, mein Elektrum, ich lass mal kurz das Elektrum raus. Ja klar. Ich auch nochmal ein bisschen was. Den ganzen anderen Dust habe ich jetzt auch schon, den packe ich wieder in die Kiste rein, den könnt ihr schmelzen. Ja, das sind ja schon Dust-Blöcke, also. Naja. Also wenn das hier durchgelaufen ist, dann baue ich hier kurz mal um die. Wobei ich brauche erstmal das Material dazu. Mal schauen, wie sortieren wir das am besten? Ich glaube, hier können wir Werkzeuge reinpacken. Habt ihr Sealed Bricks übrig? Nee, ne? Schade. Dann machen wir. Okay, jetzt weiter. Was mir einfällt, wir können gleich schon mal da das Stahlding vergrößern, dann haben wir zumindest die Dinger raus. Alles auf Effizienz getrimmt. So, ich glaube, wir haben jetzt erstmal genügend neue Conduits. Platin sticht sich auch mit nichts mit Kupfer, Aluminium oder. Das sieht zumindest nichts von. Aluminium Brass. Nee, Platin ist so ziemlich unwichtig eigentlich. Ja, ach, aber kann jetzt auch schnell schmelzen, oder? Ja, klar. Markus, weißt du eigentlich, was dieser Deep Tank soll? Welcher Deep Tank? Der Deep Tank von, für den Scorch Bricks. Achso, ja klar, der gehört ja zu einer Quest, ne? Das ist, du kannst den Stahl oder die Legierungen, die du machst, auch unten rauspumpen lassen. Ohne irgendwie weiter zu verarbeiten. Also es ist praktisch flüssig Stahlspeicher. Okay, das heißt, du kannst alles drin speichern. Ohne dass es sich vermischt oder so. Moment. Nebenbei, wir kriegen einfach keine Kuh, ne? Kann das sein, dass wir jetzt nah hier an dem ganzen Kram dran sind? Was heißt, so ein Deep Tank muss man nicht extra bauen, das ist einfach nur so ein Block, den man da dran setzen kann, einen normalen Tank. Oder wie? Ja, irgendwie schon. Deep Tank ist eine Multi-Block-Structure, den du unter den Seared-Ding machst. Gut, brauchen wir den? Nö.
Gut. Es geht so locker ohne. Okay. Jetzt bin ich froh, dass ich meinen Magneten habe. Bin ich genervt, dass du wieder mit deinem Magneten ständig arbeitest. Wieso? Keine Ahnung. Wer laut ist? Ich höre nichts. Ich habe hier so eine Soundmuffler in der Nähe. Ja, seit neuestem. So, mit 7 kriege ich nichts mehr hin. So, zu. Passt. Also, wir können jetzt insgesamt 5 Stahl gleichzeitig machen. Wie 5 Stahl? Ja, ich habe den, das Stahlteil erweitert. Jetzt können, wie gesagt, 5 Stahlteile rauskommen. Gleichzeitig statt vorher nur 2. Na, also das hat nicht unbedingt Probleme gemacht, weil da kann man auch Iron Blocks reintun. Naja, aber jetzt haben wir eben weniger von den Scorch Bricks. Ah, okay. Ist bestimmt besser, ja. Aber solange wir noch keine 5 Blöcke Iron haben, sollte man damit auch nicht anfangen. Naja. Na, obwohl, wir haben ja jetzt eigentlich genügend Redstone, ne? Theoretisch ja, wie viele Stacks sind das? Soll ich übrigens, ich gieß die ganzen Sachen mal aus, ne? Ja. Ja. Aber Stahl ist halt echt nicht viel zu gebrauchen. Na, er macht halbwegs gute Rüstung, ne? Ja, es geht. Also ich habe 9 dieser 10 Dinger. So. Hilft mir, wer tragen? Was tragen? Bei was? Items tragen. Nö. In dem Fall nicht mehr. Toll. Nö. Toll, Leute. Haben wir noch Iron? Mach ich gerade. Sehr gut. Du so, Melanie? Ich, jo. Sie regt so auf, dass mir keiner helfen will. Hm? Hat sie gerade gesagt. Nö. Nee, eigentlich. Eigentlich stört sie sich, glaube ich, daran, dass ich sie wieder geweckt habe. Hm? Nö, ich will mich konzentrieren. Ich bin gerade am Weiterprogrammieren. Du programmierst, was programmierst du schönes? Paint. Paint. Wie Paint? Ja, Paint. Welche Sprache? Deutsch. Ja. Du verstehst das nicht, oder? Genau. Oh Mann. Was genau Paint programmierst du in welcher Programmiersprache? War die Frage. Das ist über BlueJay. Das ist nicht die Sprache, also Java. BlueJay ist das Programm, genau. Ja. Java ist die Programmiersprache. Ja, frag mich nicht. Herr Schmitz ist was. Herr Schmitz halt. Ja. Das Kupfer kann ich aber auch schon rausnehmen, oder? Oder wird Kupfer und Eisen irgendwie noch. Leute? Hm? Was wie? Wird Kupfer und Eisen noch irgendwas oder kann ich jetzt Eisen rausnehmen? Ist Kupfer, meine ich. Mein schon. Dann nehme ich Kupfer raus. Aber der Cobblestone-Generator geht nicht mehr. Ja, bestimmt irgendwer Scheiß baut. Hä? Warum? Der läuft doch. Hä? Aber der gibt nicht mehr aus? Na, weil er stuffed ist. Oder, nee, nicht immer. Ach so, weil der hinten blau ist, der muss hinten orange sein. Ja. Jetzt er. Okay. Oh ja, unser Lava ist ziemlich leer. Gefährlich.